Das Kultur- und Kongresshaus in St. Johann war wieder einmal fest in der Hand der Pongauer Jugendlichen, denn bei der von der WKS-Bezirksstelle und der Salzburger Industrie veranstalteten Berufsinfomesse E-Star wurden die Industriestars von morgen gesucht. Die Jugendlichen konnten sich dabei über Karrierechancen in technischen Berufen informieren. Eventuell Kappacher, also Eurofunk Kappacher oder Bosch ist auch noch ganz cool. Wieso? Ja, das interessiert mich einfach, das Ganze mit der Computertechnik, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich schaue heute die Firma Atomico und das finde ich voll interessant, weil ich halt auch Skifahrerin bin und jetzt finde ich es interessant, dass ich da reinschauen kann. Mechatroniker mache ich gern, ja. Und wieso? Weil ich schon als kleines Kind so Lego-Technik zusammengebaut habe und so. Hört's auch weit an, kann mir viel schon gut. Also ich passe da gut dazu, das freut mich auch. Lohnmaschinenmechaniker. Wieso das? Ja, weil ich das einfach interessant finde. Ich bin auch auf dem Bahnhof aufgewachsen und dass ich die Maschine so richten kann. Stefan hat auch gleich einen Gesprächspartner gefunden, Thomas Trausnitz vom Liebherrwerk Bischofshofen, der bei der jüngsten Berufsweltmeisterschaft den 7. Platz bei den Landmaschinentechnikern erreichen konnte. Und er hat auch die Fragen der Jugendlichen am Liebherrstand beantwortet. Das Wichtigste ist natürlich, was verdient man mal? Wo ist die Berufsschule? Was macht man alles? Wer sind die Arbeitskollegen? Wer ist die Firma allgemein? Wer sind die Chefs? Und so weiter. Wer sind die Arbeitszeiten? Ist natürlich auch sehr relativ wichtig für die jungen Leute. Die bereits in den Schulen gut auf die E-Star vorbereitet werden. Ja, wir schauen uns die Homepage an von der E-Star. Wir schauen, welche Betriebe sind da. Schauen uns die Firmenprofile kurz an. Die Schüler kriegen auch einen Fragebogen, wo sie sich durch die Stände informieren. Ja, und dann werden sie in der Schule dann noch nachbereitet. Die Unterstützung durch die Schule ist natürlich für den Erfolg der Berufsinformationsmesse von entscheidender Bedeutung. Das finden auch die 12 ausstellenden Betriebe aus der Region. Also die Erfahrungen haben wir schon gemacht. In den Hauptschulen wird es in diese BO-Tage, Berufsorientierungstage, wirklich thematisiert und auch besprochen. Die Kinder kommen teilweise mit den Interviewzetteln und fragen alle möglichen Fragen, was natürlich sehr, sehr gut ist, ja. Wir sind gerade heute wieder drauf gekommen. Unsere jetzigen Lehrlinge sind vor 2-3 Jahren auf der E-Star gewesen. Und genau das ist das, was wir uns vorstellen. Die E-Star macht uns bekannt und die Leute, die bei uns in der Umgebung wohnen, schauen uns bei uns vorbei und interessieren sich für die Lehrberufe, die bei uns angeboten werden. Ich finde, das ist eine sehr gute Plattform. Erstens können wir junge Leute kennenlernen, die Leute können uns kennenlernen, wie wir arbeiten, was wir produzieren, ist eine ideale Plattform, finde ich. Technik und Nils wünschen wir uns mehr natürlich. Auch andere Betriebe von anderen Betrieben habe ich das schon gehört. Ja, wir schauen natürlich, uns wäre es total wichtig, wenn auch Mädchen mehr in die Technik kommen und zu uns kommen. Einige Vorbilder wurden auch heuer wieder auf die Bühne gebeten, etwa Anna Nagel, Elektronik- und IT-Technik-Lehrling bei Eurofunk Kappacher. Ganz typische Mädchenberufe, die haben mich nicht so gefreut. Haben wir gedacht, ich schnuppert mal da rein. Und wie waren die Erfahrungen? Sehr gut. Also die Kollegen sind alle sehr nett. Die Arbeit an sich taugt mir sehr. Es ist sehr abwechslungsreich und genau. Bleibt zu hoffen, dass auch viele andere junge Damen heuer auf den Geschmack gekommen sind und vielleicht schon bald ihre Karriere in einem technischen Beruf starten.